Dann können wir jetzt das nächste konvertieren. Hier wurde alles konvertiert, ja. Das heißt, die Highlands können das Edikt wegnehmen. Jupp. Wir machen hier das Edikt mit Enforce Religious Unity. Und wir fangen an in Aberdeen oder Ayrshire. Mal sehen. In Aberdeen. Fangen wir an zu konvertieren. 26 Monate. Gut. Minus 5%. 1700, hä? Ja. Wir warten noch ein bisschen, würde ich sagen. In ein paar Monaten sind scheinbar noch ein paar andere durch, zum Beispiel der hier, 75. Aber der hier ist 81. Belize. 75. Oh, ein Fressrote. Waste. Ja, denn nicht. Ich könnte embracen, wenn ich möchte, aber ich weiß es halt nicht. Das ist halt sehr teuer. Aber eigentlich müsste ich embracen. Ja, okay. Embracen mal. Ja, drei neue States. Mal gucken, ob ich irgendwas neue States reinnehmen kann. Den möchte ich von einer feudalen Monarchie auf eine administrative Monarchie umwechseln. Macht mehr Geld, die Mo mit Production und Text Modifier. Außerdem die ganze Zeit Monthly Autonomy Change, das ist nicht schlecht. Alles Zeug, was wir gerne wollen. Könnt noch Cultures promoten demnächst, Portugies. Schottisch. Wenn wir mehr Portugiesenland erobern, was wir auch dabei machen, das ist schon mal eine akzeptierte Kultur. Ja, ich weiß es nicht. Oder nicht sehen, wie viel. Jetzt haben wir 16 State, wir können. Und wir können bis zu 24 hoch. Wir haben 16, das heißt, wir haben 8 States. Heißt, das hier ist einer. Gar nicht so bad ist. Hier für Ressourcen. Fisch, Doppelgetreide. Nicht so geil. Irgendwie Baddies. Siege Ability wollen wir haben. Oh, ich habe vergessen, die Chocatar-Rebellen auszurotten. Nicht Rebellen, Einheimischen. Oh, Tattoos mit England ist vorbei. Tasty, tasty. England, wie sieht's aus? Nur noch mit Österreich und Liege. Bum, bum, bum. Bum, bum. Oh, hier sind aber mehr Truppen. Vorher Truppen ausrufen. Wir können 10 Stück ausrufen. Oh gut, was ist das hier für ein Stack? Da haben wir 18, das reicht vollkommen, um die nicht schnell zu überrennen. Die Provinzen von ihm. Mal sehen. Die würde ich auch gerne vorher noch triggern lassen und die ausschalten, bevor ich in den Krieg gehe. Das sind, immer nicht geschaut, das sind 6, 2. Okay, wir haben 10 zur Auswahl. Nein. 6, 4, 3, 4.
Bei 4. Ist das hier ein schöner 18er Trupp, der reicht? Wir haben Assembly and Army. Dann ist unsere Armee groß genug. Bringen wir Vampire Cower Speed und Yearly Army Tradition. Und Unite Home Region. Wir kriegen Admin Points und alles. Und wir kriegen Monthly Autonomy Change. Not bad. Bad. So, wir brauchen noch mehr Manufactories. Oh mein Arge. Okay. Ich hab kriegt auch eine und den Rest des Geldes behalten wir erstmal noch. Die triggern? Wäre sehr nett. Geht doch. Ich mach auf Ulster. Oh, Land. Dann nach Hall. Haben wir gerade das eingestellt, den Inquisitor? Fuck, ich brauche einen Inquisitor und ich kriege keinen Inquisitor. Ich kann mir noch nicht mal den hier anheuern, der günstig wäre. Weil wir 20% haben von Independence Preserved und Independent Clergy. Ich habe kein Geld, um hier irgendwie 27 und 25 und was 210. Ja, okay. Den schmeißen wir weg und den schmeißen wir weg. Versuchen, an einen günstigen Inquisitor zu kommen. Kommst hier auch runter. Unrest und Tax. Nope. Ja. Oh, ich kann sogar noch einen Claim machen vorher. Das ist ja sexy. Ja, aber diese Provinzen auch haben hier. Obwohl, nein. Doch, Scarebow will ich haben. So. Starke sind. Richtig Saft. England. 20.000 ausgehoben. Okay. Kein Problem sein. Zwei Stück brauche ich hiervon. Müssen hier einfach weg. Na bitte. Oh. Roti ist jetzt an der Macht. Irgendwas mit Mission der Wüstenwind? Nein. Hier der Legitimacy, Core Creation Coast. Das könnte ganz gut sein, das hier. Da haben wir ganz viel Core Creation demnächst. Points. Okay. Nehmen wir mal Odin. Auch kein General, ich brauche nochmal einen General. General. Ich mache mal keinen General, ich mache mal einen Explorer, da kann ich auch exploren. Da
verkehrt. Saal. Das ist eine Flotte. Bei meiner nicht wirklich was. Der Trailer ist auch noch gestorben und unser Army Reformer auch? What the fuck? Was ist denn das für ein Shit? Hier, diese Improved Relations ist nicht schlecht. Du hast auch nur die Hälfte. Den nehmen wir. Der National Unrest geht erstmal. Okay. Ja, das ist okay. Wir haben ganz schön viele Sachen gemacht. Wie sieht's aus? Wie sehr mögt ihr mich? Nicht sonderlich. Spanien haben wir zusammen als Rivalen, okay. Dass sie zwei Schiffe wegfahren lassen sollen. Oh, da vorne sind so Truppen. Gedacht. Im Stück lassen sie die mal jagen. Die 25 da aber rausgekommen. Wenn 7 da und 7 da schon sind, da sind ja schon 14 down. So. Sehr gut. Vergessen, dass ich da auch noch Truppen habe. Brauche. Ja, hier mich auch drum kümmern muss. Friede Korps. 3% Ami-Professionalismus. Not bad. Ein Disziplintypen. Okay. Gegen 20, weil wir keinen General haben. Drin sollte das trotzdem ziemlich gut gehen, weil die keine Moral haben. Wohin geht ihr? Immer weg.
So. Eine Menge wurde occupied. So. Nein, was ist das denn? Was denn los? Das sind nur Schiffis, okay. Das sind aber viele Schiffis. Vorsichtig. Guck mal an. Ob ich Kolonien runterbrennen sollte von dem Engländer. Oder ob mir das egal ist, ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt, ist mir glaube ich eigentlich egal. Wo die Österreicher kommen und landen Truppen. What the fuck? Okay, doch nicht. Ja, Truppen landen. Nicht drauf geachtet. London ist vorbei. Unleash. Hä? Wo die denn her? Zu teuer, mir die Truppen zu teuer. Das sind 4000. Mal sehen. Also erstmal hier einige tausend Regimes auszuholen. Und dann
die 5000 habe, mache ich den Österreicher Preis. Oh, wieder 3%. Muss nur die letzten paar Sachen von England siechen. Da muss ich irgendwie Österreich rauspießen. Dann habe ich freie Auswahl von dem, was ich möchte. Was? Kommen da Truppen? England-Truppen kommen da, woher denn? Ach, sammeln wir uns mal und jagen die gleich. Wurde genommen. Und überlegen, wo kommen noch zwischendurch mal Truppen her? Ja denn? Auflösen. Hab ich aufgepasst, ich habe zu viele Points. Viele Points reinschmeißen. Da kommen noch mehr Truppen? Okay, vielleicht lasse ich den doch noch da. Und die? Wohin schmeiße ich meine Depots? Eigentlich hier rein. Dinge wegsiechen. Wie lange dauert das noch? Tage, ein bisschen zu lang. Ist mir das gefallen? Sehr gut. Mir ist gefallen, sehr gut. Mal irgendwo schnell die Points reinpassen. Und eine gute Provinz hier. Definitiv nicht. Noch gestated? Nein, ist nicht. War doch nicht gut. Nicht gestated. Leere Moneys? Leere Moneys, Tatsache. Österreich wird nicht einfach rauszupießen sein. Da kommen noch mehr Truppen. Woher kommen die? Also ist mal wirklich. Gucken, ob ich die nicht unterbinden kann. Gut. Ach, da unten. Ich habe vergessen, dass England da unten auch noch eine Provinz hat. Sogar ein Fort drauf, was? Tatsache, da ist sogar ein Fort drauf. Da muss ich hier nochmal rüberschwappen. Geh da mal hin. Was ein behinderter Fight. Auch gefallen, sehr gut.
wir haben sogar einige Sachen bekommen hier. Sehr gut. Einige Schifflies. Um die mal einzuholen. So schnell. Nicht so schnell wie wir. Wir reihen weiter die englischen Truppen auf. Wir haben wieder zu viel Punkte. Jetzt nochmal ein Punkt in Moron rein. Habe ich Over the Force Limit? Ja. Mit denen. Was sind sehr teuer. Bin ich mehr beim Force Limit. Okay. Oh, what the fuck. An mir gewesen. Von 3000. Was sind das für Schiffe? Keine Ahnung. Demnächst, das ist ziemlich nice. 2,5% Professionalismus nehmen wir. Ich weiß, die Nobility ist jetzt ein bisschen angepisst. Ein paar Prozent, aber ist nicht schlimm. Egal, ich habe gar keinen General drauf. Und nicht geil. Weil ich nicht weiß, ob vielleicht Österreich oder sowas kommen. Ich habe nie aufgepasst. Die sind gelandet. Wollte ich eigentlich vermeiden. Hat ein Heavy dazwischen. Gesehen. Allee ist gefallen. Gut. Ich habe mein Heavy gewonnen. Nice. Ah, schon wieder. Wann war das, dass ich Geld bekommen konnte? 77. Noch ein paar Monate. Mal sehen. London. Dann ist eine Koalition formen. Eine fiese.